Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir haben im letzten Part unseren Zauberstab, den Meteoritenstab, endlich geholt und Roxlane gleich dazu. Und haben damit eine Top-Kombo, mit der wir erstmal recht weit kommen werden. Beziehungsweise Roxlane ist sowieso ein Zauber, der begleitet einem im Grunde bis zum Ende. Weil der ist einfach immer richtig gut. Ein absolutes Must-Have. Ach ja, wir können uns hier noch was holen. Golden Vow als Skill. Der macht richtig Damage. Bam. Bleib liegen. Bleibt gleich liegen einfach. Alter, das Ding macht einfach richtig Damage. Und der Controller ist nach wie vor nicht okay einfach. Was nicht gut ist, weil so Verzögerungen können wir echt nicht brauchen, ja. Okay, da vorne ist es, oder? Unsere ersten Katakomben. Die todberührten Katakomben. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier kriegen werden. Ich weiß nur, man sollte hier definitiv... Ah ja, was ganz anderes. Es kommt hier auf jeden Fall noch, was wichtig ist. So. Soll jetzt aufpassen. Wobei, sind hier nicht sogar... Genau, hier sind ja Skelette, hier sind ja noch nicht mal Imps. Naja, und Golden War könnte man da nämlich auch gleich verwenden. Würde sich hier schon mal lohnen, gell? Mit dem Schwert sind wir nicht geskillt. Momentan. Ah! Mann, wie er nicht trifft einfach. Also der Gegner. Weil mit diversen Heiligschaden-Angriffen, leider nicht mit allen, es geht nur mit manchen, kann man die Skelette instant vernichten. Ohne dass man sie extra killen muss und sie danach beim Wiederbeleben nochmal killen muss. Oder ganz killen muss. Zwei. Einer davon ist ein Bogenschützer. Mann, mit diesen Lags kann ich nicht spielen. Ich muss dann unbedingt eine Pause machen und schauen, was da nicht stimmt. Das geht so nicht. Toll, hat sich super gelohnt. Gleich. War gar nicht so viel Damage, nicht?
genug, um den direkt zu killen. Mist. Bleiben. Daneben. Nicht runterfallen! Mist. So geht's auch. So, jetzt ist es ein bisschen eine Herausforderung hier. Ah, Scheiße! Jetzt sind wir tot, jetzt sind wir tot! Jetzt sind wir tot! Es sind zu viele, es sind zu viele, es sind zu viele. Das sind mindestens 5 Skelette, das sind noch 2 weitere, die später spawnen. Und die sind echt schnell. Die sind richtig, richtig schnell. Wow, jetzt kommen die kommen jetzt auch noch alle hinterher. Die kommen jetzt alle hinterher. Und Firepods haben sie auch noch. Jawohl. Ja, das Runterspringen da war doch nicht so schlau. Sehr schön, einen erledigt. Au! Na warte. Ups, falscher Zauber. Funktionierender Zauber, aber nicht der, den ich wollte. So, war unser letzter Trank. Wir haben noch den Physikstrank. Lol. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Mann! Ah, und der reicht nicht. Zauber ging sogar über den hinweg einfach. Alter. Hier drinnen kommt, glaube ich, kein Skelett, aber da hinten sind die zwei schon aufgestanden. Alles klar, das hätten wir mal erledigt. So, welcher ist der erste Boss hier? Ich meine, es war Cemetery Shade. Also ein Boss, der uns sehr liegen sollte, eigentlich. Ah ja. Uchigatana braucht... Okay, da brauchen wir 1 Stärke und 3 Geschicklichkeit. Schauen wir mal, was haben wir gerade? Einen in Stärke und 3 in Geschicklichkeit. Wir haben zumindest 2. Und wir brauchen schon 3000 Punkte. Junge. Haben wir aber.
Und dann haben wir ein neues Schwert. Könnte halt sein, dass wir es in Endurance jetzt auch mal skillen müssen. Weil wir werden das Schwert vermutlich nicht tragen können, was zu schwer ist. Genau. Toll. So, nochmal. 3100. Kriegen wir das hin? Nee. Oder? Doch, 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 das geht sich aus. Das geht sich aus. Sollten wir hinbekommen. Die Frage, reicht es einmal in Endurance zu skillen dafür? Sonst müssen wir halt auch den schlechteren Schild wieder nehmen. Nee, nicht Geist. Nein! Alter, der Controller macht mich fertig. Perfekt! Na wunderbar. Toller Schild, tolles Schwert. Nur unsere Rüstung ist halt scheiße einfach, aber... Damit sollten wir hier auf jeden Fall keine Probleme mehr haben. Ich meine, das Katana brauchen wir eh später. Und... Ach nee, stimmt, das ist der Assassine. Genau. Oh. Stimmt, das ist so ein geschwächter Assassine der schwarzen Klinge. Und das war's. Da haben wir unseren ersten Boss gekillt. Easy. Leider ist halt auch das, was wir bekommen haben, genauso unnötig. Aber das Schwert war's wert. Das Schwert war das Wichtige. Das, was wir jetzt dann vielleicht auch sogleich einsetzen können. Wichtig ist einfach nur, dass es eine ordentliche Bleed-Waffe ist. Denn die wird uns jetzt massiv Runen und Level bringen. Und das auch durchaus mehrfach. Ich meine, Runenfarmen gibt es immer und das ist halt die beste, zu der man zu Beginn halt Zugang hat. Gut, das Schaden ist ja egal, wir brauchen einfach Bleed Damage. Man sieht schon, der hält ja wahnsinnig viel aus, bis der drauf geht. Sterben wir in Altersschwäche. Aber jetzt, ha, Bleed. So, haben wir eigentlich schon den... Ja, gut, wir können den ja nehmen. Bevor wir gar keinen haben, nehmen wir den. Wir könnten ja auch noch schauen, ob wir... die Blutflamme irgendwo herbekommen. Ich weiß es gerade nicht auswendig, wo man die bekommt. Aber falls wir zu der Zugang haben, das würde das Ganze hier nochmal verbessern. Das würde noch ein bisschen Feuerschaden dazu bringen und den Blutungsschaden erhöhen. Das geht auch noch. Ah, Iado heißt es auf Deutsch. Im Englischen ist es einfach nur Unsheet. Aber bringt uns halt, glaube ich, nicht viel. Skill ist gut, macht ordentlich Damage, aber es bringt uns hier nichts. Hier schlägt einfach nichts Blutungsschaden. Oh, und ich sollte mal. Ich habe mir eine kleine Liste am Handy gemacht, was wir so brauchen an Sachen. Da können wir zumindest schon mal Roxling und den Meteoritenstab abhacken. Und wieder Blutungsschaden. Und wir haben ihn schon halb runter. Sorry, falls man das Klicken vom Controller hört, die L1 und R1 Tasten
Klick irgendwie. Extrem bei denen. Sind die einzigen, die so ein starkes Klicken haben. Aber vielleicht bestelle ich mir hier lieber einen anderen. Also, den habe ich jetzt noch nicht lange, aber zufrieden bin ich damit jetzt nicht so, muss ich sagen. Vor allem nicht, wenn der halt mit so Lags daherkommt. So Input-Lag geht einfach gar nicht. Bei dem Spieler mal am wenigsten. Ja, Formel 1 genauso. Da muss einfach jeder Druck sitzen. Ja, einmal draufgehen, nur weil der Controller nicht reagiert oder so, ist ja richtig ätzend dann. Obendrein kommen auch noch die Lags. Einfach mal Lags und dann auch noch Input, was nicht genommen wird. Du willst ausweichen, siehst gerade kurz nichts, weil es einfach hängt wieder. Und dann nimmt er das Ausweichen auch nicht und du kassierst schon einen fetten Treffer. So, wir haben ihn gleich. Falls man sterben lässt, endgültig, kriegt man noch mehr Runen von den kleinen Drachen rundherum, die mit drauf gehen. Aber auch so sind es einfach mal 50.000. Haben wir eigentlich... hier ersetzen. Ne, haben wir nicht. Sondern das ist Golden Finger irgendwie. Mit der würde die Runenrate, also die Runen, die wir bekommen, um 30%, meine ich, erhöhen. Und einfach mal 30% mehr bei 50.000. Lohnt sich schon. Vor allem im momentanen Zustand. Wir noch sehr lange brauchen, also sehr wenig Runen brauchen für ein Level. Wobei sehr wenig. Stimmt auch nicht, das sind schon 3400. Das ist nicht wenig. Sind ja schließlich auch schon auf Level 22. Da zuckt, aufsteigen und weg. Schreck mich über, weil ich glaube, da könnte ein Drache vielleicht kommen, oder da ist er. So. Sonst. Weil der würde uns locker vernichten. Also locker vernichten ist er noch. Untertreibung des Jahrtausends. Und man hört's, wir bekommen Runen. Aber er ist noch hier. Ausgezeichnet. Und damit lüpp, einfach mal 10 Level. Einfach mal so 10 Level kassiert. So, und jetzt brauchen wir schon 6600 für ein Level Up. Das können wir gleich dazu nehmen. So. Die Part ist auch schon fast zu Ende. Dann können wir ihn gleich nochmal erledigen. Das wird dann halt offscreen sein. Und im nächsten Part mal schauen. Ich denke mal, als nächstes holen wir uns die Blutflamme. Man, irgendwo prallen wir hier manchmal ab. Dann haben wir noch mehr Blutungsschaden und können ihn noch schneller killen. Angefangen haben, waren wir glaube ich bei 1,5 Minuten oder so, nicht ganz, ein bisschen drunter. Und das heißt noch ja, knapp eine Minute. Ja, nee, das sieht ja nichts aus.
Das 2 Minuten etwa, dann ist er halb erledigt. So, der Part ist dann hier zu Ende. Ich würde das jetzt noch fertig machen hier natürlich. Für die, die zuschauen wollen, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder und holen uns die Blutflamme. Die andere Runenfarm, die noch bessere, dauert noch ein bisschen länger. Ich meine, nach Leonia könnten wir eigentlich schon. Aber ja, okay, das Invading würde auch gehen. Ja, also theoretisch dauert es gar nicht so lange, ist aber auch gefährlich. Ist ein gefährlicher Weg dort. Weil wir damit irgendwo hinkommen würden, was eigentlich eher so Endgame-Territorium ist. Würde man das auf der auf die Karte können wir gerade nicht schauen. Egal. Werden wir auch irgendwann hinkommen. Und vielleicht auch ein bisschen nutzen. Mal schauen. Und dort gibt es einen Vogel, den man ganz einfach killen kann. Und der bringt einem, ich glaube, es sind 11.000 Runen oder so. Das ist direkt neben der Site of Grace. Das heißt, du kannst einfach einen Pfeil schießen. Also, wenn man schon genau weiß, wo man hinschießen muss und das schon ein bisschen geübt hat, reicht ein Pfeil, sonst sind es vielleicht noch mehr. Oder Bolzen vielleicht, anders Bolzen. Ein Pfeil, beziehungsweise ein Bolzen, der fällt in den Abgrund und gleich zur Side of Grace 11.000 Runen kassieren und weiter geht's noch einmal. Bringt deutlich mehr Runen als der hier. Selbst wenn man einen richtig guten Bleed-Build hat, dauert der hier einfach schon eine Zeit lang. Oder, ja, könnte natürlich deutlich schneller gehen, aber... mit einem richtig auf Bleed ausgelegten Build kann das jetzt sicher ziemlich schnell gehen, wieder den Vogel beim Morgwin's Palace nicht toppen können. Ziemlich sicher. Außerdem hat das einen Nachteil, man braucht halt einen Bleed-Build. Also man sollte ordentlich in Arcane reinskillen und das werden wir machen. Auch wenn Bleed auf jeden Fall ein toller Statuseffekt und so ist, es funktioniert bei vielen Gegnern nicht. Und ja, wie gesagt, man muss halt sehr viel in Arcane und so reinskillen. So, damit hätten wir das und holen uns als nächstes mal ein bisschen mehr Leben. Damit wir unsere Survivability ein bisschen erhöhen. Jo, und das war's auf jeden Fall wieder für diesen Part, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!